Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hi! Wie das dich an der Dings, danke, dass du vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen heute gibt es ein Kreisrundengeschenk. Amüsiere dich gut. Ja, Bobby, werde ich. Und ja, ich nutze heute mal die Zeit, irgendwas zu erwähnen, oder gesagt speziell etwas zu erwähnen. Und zwar kommt ab nächste Woche kommen ein paar Highscore-Videos von mir, und zwar von Mini Mario & Friends Abibo Challenge, nur damit man sich eigentlich wundert. Wird die Let's Plays nicht beeinflussen, aber nur damit sich halt keiner wundert, ja, warum ich jetzt plötzlich hier mit Highscore-Videos anfange. Weil ich ja den Kanal nicht nur für Let's Plays nutze in dem Sinne. Und ja, dass halt wirklich dann immer so pro Tag dann halt ein Video kommt. Ist auch ein kurzes Video, wer sich angucken möchte, darf gerne tun. Aber die Videos sind halt speziell dafür gedacht bei mir, dass ich ja erstens meine Highscores beweise. Und zweitens bin ich fast von der Überzeugung, dass das Max-Scores sind. Also wirklich auf die schnellste Art und Weise die Level zu schaffen. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Deswegen, ja, guckt es euch gerne an. Hat auch Hilfe dabei von einem Kollegen, der das Game of Score spielt. Und ja. Und bin ich schon durch? Ich bin hier schon mal überlegen, vor lauter Quatschen, ob ich hier schon alles gezeigt habe. Ich glaube schon, oder? Ja, doch, doch, das habe ich jetzt schon doppelt gesehen. Okay, gut, dann gucke ich nochmal genauer durch. Also bis gleich. So, ja, Leute, ich habe diesen Kran hier ausgesucht. Und zwar fehlt mir nur noch Baby Rosalina, was nicht ganz so leicht wird, ihn zu greifen. Aber ja, wenn ich mich darauf konzentriere, sollte es eigentlich schon klappen. Und zwar, dass ich halt sie natürlich auch lockere und dabei dann genug Marken nach rechts schiebe, dass ich halt, ja, sie irgendwo hier in der Mitte angreifen kann. Wäre natürlich perfekt, wenn ich so reingreifen könnte, dass ich hier den Mario nicht lockere. Ich glaube, es war beim letzten Mal schon so. Und dass ich halt dann nur dann hier irgendwie den Bowser wegkriegen muss, halt, dass ich von der rechten Seite anfange, dass ich ihn so leicht nach rechts schiebe. Aber gucken wir einfach mal. Ich hoffe zumindest, dass es kein Fehler ist, was ich hier mache. Na komm, schiebt euch ein bisschen rechts. Das war überhaupt nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Absolut nicht. ja, natürlich jetzt die Frage. Mache ich links- und rechtsbewegung? Macht das Sinn oder... Ich probiere es einfach mal aus, also bis gleich. Nee, da passiert leider nicht viel, deswegen werde ich trotzdem mal jetzt schauen, dass ich hier so reingreifen werde. Ich denke mal, dass ich da hier noch ein paar Marken nach rechts schiebe. Problem ist halt wirklich, dass dadurch diese Spitze hier unten ist, bleibt natürlich hier überhaupt, passiert überhaupt nichts hier. Und dass ich halt, wenn ich mich jetzt so reingreife, dass ich vielleicht dann hier sie vielleicht sogar ein bisschen hochhebe dabei. Wobei ich eher glaube, wenn ich hier reingreife, die wird nach rechts gedrückt und greift dann beide hier. Aber hoffen wir es einfach mal. Das war am besten so, dass ich Mario nicht berühre. Okay, ich hab sie. Also wenn er sie jetzt festhält, dann ist es natürlich perfekt. Dann habe ich mir sogar viel Arbeit gespart. Sehr schön. Gefällt mir. Sehr gut. Ja. So ist halt immer wieder schön, wenn man halt solche Kräne mal damals gespielt hat. Dann ist halt nur noch eine Marke übrig geblieben. Und ja, diese eine Marke kann man dann sich danach dann nochmal holen. Sofern man sie halt nicht extrem ausbuddeln muss. Freut mich vor allem aus dem Grund, weil es mal wieder ein Mario Kart Kran, den wir komplett haben. Umso besser. Einer weniger. Und dann gehen wir auf jeden Fall nochmal ins Training und gucken dann, was wir dann mit einer Runde machen. Wie so oft, ihr wisst es ja. Hier ist euer Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Okay, immerhin viele Marken. Problem bei dem Kran hier, ihr seht es halt selbst, erstmal alles lockern mit einer Bombe, so oder so. Gucken wir einfach mal. Vor allem würde mich bei dem Kran hier speziell mal interessieren, das war, glaube ich, nicht so eine gute Bombe, wie viele Bomben man generell braucht, um halt die mittleren Marken hier zu kriegen, weil das ist jetzt immer so das Schwierige daran. Ich glaube, jetzt nochmal in die Mitte werfen macht mehr Sinn, ja. Denke ich doch. Dass die eigentlich nach links und rechts fliegen, aber fliegen nur die rechts runter. Das ist halt so der Nachteil bei dem Kran hier, dass man halt wirklich, man muss in die Mitte werfen, weil sonst gibt es keine gute Stelle. Und dann muss man halt auf gut Glück hoffen, dass halt wirklich die Marken auch wirklich nach links und rechts fliegen. Aber ich denke mal so, ja, grob gesagt, 4 Runden bräuchte man schon, um das Ganze zu komplettieren. Es sei denn, ich würde jetzt irgendwie schaffen, dass die Bombe hier landet. Was natürlich schwierig ist, weil wenn ich hier dagegen stöße, kann sie dopsen oder hier, da dopst sie vielleicht in die Richtung. Probieren wir es einfach mal aus. Na, okay. Okay, aber man muss halt trotzdem sagen, ja, schwierig, schwieriger Kran. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das eine Marke ist, die außerhalb war, das weiß ich nicht mehr. Aber wir kriegen mal genug Marken zusammen. So, ich denke mal, also man muss halt dazu sagen, das ist halt einer von diesen Kränen, wo man sagen muss, er fängt schwer an und wird immer leichter, weil je mehr Marken wegfallen, umso einfacher fliegen sie natürlich. Aber 12 Marken ist doch eigentlich sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ganz gut so. Kriegen sogar einen blauen Bonus, haben wir 2 Runden. Und ja, dann gucke ich mal, ob ich irgendwo vielleicht noch irgendwas machen kann. Das ist natürlich mal so die Sache,
Jetzt hätte man natürlich wieder sagen können, man hätte den 4-Runden-Kran anfangen können, aber das weiß man halt nie. Den hätte ich halt gestern gebraucht, den, ja, die Runde. Wie so oft. So, los, Bobby, lass uns durch hier. Go, go, go. So, Leute, ja, ich möchte diesen Kran hier spielen. Und zwar, nein, ich möchte nicht unbedingt lange Links- und Rechtsbewegungen machen. Aber ich möchte zumindest gucken, dass ich hier Smogon rausgreife und dann halt hier den Slimehawk. Ich habe nämlich auch mich daran erinnert, dass mir damals jemand gesagt hat, ich weiß nicht mehr wer, oder geschrieben hat, dass er den Kran in 2 Runden komplettieren konnte. Und zwar, dass er halt erstmal hier Smogon gegriffen hat. Und dann konnte er hier Slimehawk greifen. Der wurde dann so am Arm gegriffen, dass er alle anderen Marken runtergeschubst hat. Und ja, aber mir wäre persönlich nur lieber, wenn ich überhaupt ihn kriegen würde, dass ich halt mich dann das nächste Mal um die anderen kümmere. Dass man dann die Kräne eher so spielt, dass man die, erstmal sie greift, anstatt man halt die Rechtsbewegung arbeitet. Aber ich muss natürlich gucken, was passiert, wenn ich Smogon greife. Nicht, dass er dann 2 nach links rutscht. Vielleicht mache ich auch ein paar links rechts Rechtsbewegungen, dass er noch ein bisschen von der Wand weggeht. Aber viel werde ich auf jeden Fall nicht machen. Dann gucken wir einfach mal. Na komm, greifen die. Nee, Slimebox ist sogar noch fester, wie ich gesehen habe. Der hat sich nur gedreht. Ist natürlich jetzt die Frage, ob man, gut, wie ich überhaupt nichts lockert dabei, außer Slimer, ob ich halt jetzt wirklich hier reinkomme, aber ja, das werde ich halt jetzt ausprobieren müssen. Wenn nicht, dann haben wir es zumindest ausprobiert. Das war ein bisschen zu früh. Na, den wird er glaube ich nicht haben, so von der Form her. Nein, 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 also man muss ihn glaube ich schon wirklich an der Hand packen, das war ein bisschen Fail. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man halt ihn dann wirklich hier festgreifen kann in der Hand, dass er halt dann noch die anderen Marken runterwirft. Sofern halt natürlich auch vielleicht Blutzucker und Co. schon vorher gelockert werden und runtergefallen. Aber ja, ihr wisst halt, 2 Runden ist natürlich schwieriger was zu komplettieren als in 3 Runden. Und ja, bin ja trotzdem zufrieden. Dann gehen wir auf jeden Fall noch in die Sammlung. Los, los, Poppy, go, go, go. So, und da haben wir ihn. Ja, endlich ist die Mario Kart-Truppe komplett. Und ja, war ja auch nicht schwer in dem Sinne. Ich hatte vielleicht auch ein bisschen Glück, wie die Marken gefallen sind. Aber freut mich dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Papier wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger K Trading sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also ich fand es eigentlich ganz okay, auch wenn man es trotzdem in 5 Runden kommentiert. Vielleicht schafft es eher in 4. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.